Beschädigte Radmuttern wie diese hier kommen bei Ford sehr häufig vor. Grund dafür ist die Blechklappenkonstruktion. Abhilfe schaffen da unsere speziellen Stecknüsse. Ist die Radmutter unbeschädigt, ist eine Verwendung einer normalen Stecknuss gar kein Problem. Ist sie jedoch, wie diese hier, schon leicht angegriffen von mehrmaligen Montieren und Demontieren, komme ich mit meiner 19er Stecknuss da nicht mehr drauf. Lösung sind diese speziellen Stecknüsse hier. Sie sind in den Formaten 18,5, 19,5, 20,5 und 21,5 erhältlich im Satz. Somit decke ich alle Größen, die bei Ford vorkommen, ab und diese passt dann wieder perfekt. Und durch die neuen Stecknüsse entfällt das mühselige Drauf- und Runterschlagen der normalen Nuss und somit verkürze ich natürlich meine Arbeitszeiten.